Tramli, 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 auf dich wartet Will jetzt nämlich. Und so passiert das Basler Tramli am 29. September 2014 um 10.05 zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg der Grenze zwischen Schweiz und Deutschland. Akribisch wird die Strecke millimeterweise kontrolliert, damit in Zukunft nichts passiert. Sogar der Abstand zwischen Tramli und Station wird genauestens bemessen. Bei Kosten von 34 Millionen Franken ist aber auch alles gesessen. Der Wille Happy meint, Tram und Tramli, ein Basler und ein Wille Bart. Zusammen gehen wir freudig auf eine gemeinsame Hochzeitsfahrt. Ja gut, Tram und Tramli, euch haben wir jetzt nämlich. Mit euch rollen nun im Herzen drin. Tramli, du bist nun unsere Basler Freundin. Für dich, liebes Tramli, haben wir allweil Platz. Für ewig bist du unser liebster Schatz. Am 12.12.2014 ist es dann soweit gesehen. Alle haben sich rausgeputzt und zum Einweihungsakt an der Tramli-Schlaufe in Wiel, während die Wieler Musik das Basel-Lied spielt. Die Ehrengäste sind mit dem neuen Tramli-Charmant eingefahren worden, um am Dammfest teilzunehmen. Man hat sich nicht lumpen lassen mit seiner Anwesenheit. Unter Beobachtung und Gespanntheit von Trachtendamen aus dem Markgräflerland und Basel sowie der Presse halten der OB Wolfgang Dietz, wer denn sonst, einen kurzen Anspruch und begrüßt alle Politprominenz und Gäste von hüben und drüben. Für die Stadt Weil am Rhein und für die Stadt Basel, aber auch für die gesamte Region. Wir haben ungemein viel Prominenz heute bei uns, die mit uns feiern will. Ich begrüße ganz herzlich den Regierungspräsidenten von Basel, Herrn Guy Morin, und Herrn Regierungsrat Wessels, die beide die Basler Regierung vertreten. Herzlich willkommen mit der ganzen Basler Mannschaft, die mitgefahren ist. Mein herzlicher Gruß gilt dem Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg. Lieber Hermann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie ein weiteres Mal und diesmal zur Einweihung dieser Strecke gekommen sind. Den Dank an das Land werde ich noch später abstatten, wenn wir in Basel beieinander sind, denn ohne das Land wäre das alles nicht möglich gewesen. Dann ist aber Zeit gesehen und der OB ist mit seiner Gäste an die Grenze gefahren worden von dieser charmanten Tramli-Fahrerin. Symbolisch mit vergoldeter Schere und unter Beobachtung von der Presse ist dann das Band durchschnitten worden. Nachdem dann alle ihre Meinung mehr oder weniger kundgetan haben, ist es Zeit gewesen, dass das Tramli mit dem Namen Weil am Rhein seine Heimreise nach Basel antreten hat.
Am Sonntag, der 14.12., haben alle ausgiebig die verschiedenen Tramli gratis und franco testen dürfen. Der Happy von Wil meint, Basel zusammen mit Wil am Rhein ist jetzt die sagenhafte Tramli-Prärie. Tramli fahren wird zur Pflicht und auch zum Sport. Eine Straßenbahn, zwei Orte. Auf und ab rollt das Tramli beidig. Der Stadtteil Weil-Friedlingen hat damit auch die Oberleitung. Die Oberleitung ist kein Gefasel, der Verkehrsbetrieb zur Weltstadt Basel. Am Tram, Eröffnungssonntag, da siehst du ein Gewimmel mit einem erfreulichen Tramgebimmel. Auf der Friedlinger Strasse fahrst du in Zukunft ohne Stau und Schnur. Alle Menschen sind auf der netten Tramli-Tour. Ganze Horte, Basler und Wieler kriegen ab jetzt ein Fimmel. So viele Bürger freuen sich zusammen auf das Tramgebimmel. Nordwestschweiz, der Kreis Lörrach und die ganze Erde können es sehen. So gut läuft es mit der BVB. Die Männer im Blauen. Oh, die kann man.